Ums neue Bürgergeld ranken sich viele Mythen. Was stimmt und was stimmt nicht? Jetzt bei die Bank Choice. Der Hauptmythos ist, unter dem Bürgergeld würde sich das Arbeiten angeblich nicht mehr lohnen. Erstens, viele der Beispielrechnungen, die im Internet kursieren, sind schlicht Fake News. Wenn man reinschaut, sieht man, da wurde falsch gerechnet. Zweitens, die Höhe der Regelsätze und die Dinge, die übernommen werden, die ändern sich gar nicht. Das heißt, die Kritik hätte sich genauso auf Hartz IV beziehen müssen, wie auch aufs neue Bürgergeld. Und drittens, diese Höhe der Regelsätze und Leistungen können wir auch politisch gar nicht verändern, weil das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe uns sie mit Blick auf das Grundgesetz in einem ausführlichen Urteil vorgeschrieben hat. Das heißt, wenn wir uns Sorgen machen, dass diejenigen, die Bürgergeld bekommen und diejenigen, die finanziell auf eigenen Beinen stehen, dass es da einen größeren Abstand geben sollte, dann müssen wir diejenigen entlasten, die finanziell auf eigenen Beinen stehen. Niedrigere Sozialabgaben, niedrigere Steuern. Und genau daran arbeiten wir als Fraktion der Freien Demokraten.